So. Und weiter geht's. Keine Ahnung. So. Und weiter. Nee. So. Nee. Komm, du gehst hier in dein. Noch hier. So. Passt. Okay. Ich denk mal, so passt das. So kann ich noch. Nicht wirklich. Doch, passt. Okay. So. Wo war ich hingegangen? Wir waren hier in der Stadt. Why? Sagt, es ist schön, dich wiederzusehen. Du hast dich beim letzten Mal gut benommen. Ja, lass mich rein. Danke. Wie die mich einfach rausgeschmissen haben. Was geht? Und hier ist eine Quest. Sagt, der Zustand des Glibbers ist mit der Zeit immer widerlicher geworden. Es ist ein Wunder, dass noch etwas darin lebt. Wie sollen die Guppos inmitten dieser klebrigen Schmiere atmen können, geschweige denn schwimmen? Wenn Gil sie nicht von Zeit zu Zeit ordentlich schrubben würde, wären sie wahrscheinlich schon alle tot. Aha, wo finde ich Kieme? Schätzt, du findest Kieme im Gurgelgrund. Er lässt seine kleine Oase nie lange allein. Sagt, die Küste ist lang. Wenn du einen Abschnitt findest, der sauber ist, wirst du dort Kieme finden. Er versucht, die Gegend sauber zu halten, damit der Gubbo überleben kann. Es ist schön, dass sich in dieser sterbenden Welt noch jemand Mühe gibt. Sagt, wenn man eine saubere Schüssel hat, sind sie gute Gesellschaft. Und hi. Jetzt, worum wurdest du denn gebannt? Gepurcht. Den verstehe ich jetzt nicht. Wegen Caps? Ich habe keine Ahnung, was du in Caps geschrieben hast, aber... Ah, lol! Kann es sein, wegen den... Emote? Dass er das als... Nachts zu viel Caps... die Zeit wie im Flug. ...hintereinander dingst? Keine Ahnung, wie gesagt, ja, gut. Dann muss ich mal schauen, da ich das vielleicht rausnehme mit den Caps. Ah ja, dann muss man Caps... Krät, dass du dabei hilfst, alle Nester zu zerlegen und die Welt für die Jagd nie sauber zu picken. Aha. Ja, das glaube ich auch wegen den drei Emotes. Ja, dann muss ich das, glaube ich, rausnehmen, das mit den Caps. Gut, haben wir noch jemanden, der eine Quest für uns hat? Weil der eine hatte auf einmal eine Quest für uns. Was war hier? Nichts. Auf jeden Fall haben wir... da können wir rein. auf jeden Fall haben wir hier jetzt eine neue Quest bekommen. Bin mal gespannt. Wo komme ich denn hier überhaupt lang? Wo bin ich? Ein paar Commands? Nee, eigentlich nicht. Da brauche ich ein bisschen mehr Zeit. In der Zeit, wo ich nicht online war, habe ich Sachen gerendert und Thumbnails gemacht und weiß nicht was alles. Und Dinge gezockt. Bisschen Weltall rumgeflogen. Wünscht sich, dass du aufgibst, damit die Welt endlich brennen kann. Okay. Apropos brennen. Mich. Da. Bietet dir
Alutulu. Aigua moi. Sieht wie ein faires Angebot aus. Wir haben echt neue Sachen hier? Habe ich die schon gekauft? Wir haben echt neue Sachen hier und ich habe sie, glaube ich, schon gekauft, oder? Wie sieht's mit Klamotten aus? Sagt, für dich gibt es einen Spezialpreis und eine schöne Verpackung. Eine Verpackung. Ganz wichtig. Sagt, hier gibt es nur die höchste Qualität. Das weiß jeder. Okay. Hier können... Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber dann, Moment, gehen wir erstmal auf Mütze. Gibt's hier eine coole Mütze? Nee. Schultern? Schulter haben wir schon. Rucksack. Nee, da bleiben wir bei unserem Rucksack. Hemd. Das... Interessant. Dieser Ledermantel sieht ein bisschen aus wie so ein... vom Militär. So eine Art Militäreinheit. Aber das... Also rüstungstechnisch würde es gut passen. Nachteil, Gesundheit geht runter. Und Crit. Haben wir bessere Hosen? Nee. Ja gut, also ja. Haben wohl nichts. Können wir Sachen verkaufen? Ich möchte unbedingt noch ein paar Sachen verkaufen. Ja, komm, verkaufen wir den Saft. Die Perlen. Haben noch ein paar Sachen, die wir so verkaufen können. Irgendwas Billiges, denke ich mal. Oh, guck mal hier, wir haben ganz bestimmt viele Sachen. Wir verkaufen das. Die weite Hose haben wir doch gerade an. Mongolen, den können wir verkaufen. Kein schlechter Handel, oder? Die arbeitet. Gibt Leute, die müssen noch arbeiten. Kann ja nicht jeder schon Rentner sein. Bin mir nicht sicher. Scheint, dass man nicht sehen kann, was man trägt und was nicht. Ja, ein Jeanshemd kommt auch weg. Ich glaube, das reicht erstmal mit Verkaufen. Das erschien fair. So. Wusste ich es doch. Haben wir etwa eine andere Hose? Happy Rock. Aber diese Planenhose ist einfach mal 11.000. Was? Mit Tapi verstanden. Würde was geben. Will ich das? Nee, erstmal nicht. Können wir Sachen herstellen? Können wir uns eine bessere Dings herstellen? Man kann nur modifizieren. Also modifizieren ist so gesagt das Herstellen, oder was? Was würdest du gerne anfertigen? Können wir höchstens nur Zusatzteile dran kleben. Das ist schade. Wie alt ich bin? Das nenne ich mal stilvoll. 30 plus. Ein Vogel mit Teilhelm. Wollen wir den? Nee, der sieht komisch aus. Dann sehen wir unseren schönen Fuchsnase nicht mehr. Nee, ich glaube, das war's erstmal. Wird noch
Was in Glück reinmachen? Sollten wir voll reinmachen. Voll in Glück. Ein bisschen mehr Loot finden. Gar nicht übel. So, Biopunkte. Wie sieht's einfach. Mutationen, Biogenetik. Lohnt sich hier noch irgendwas? So, Kotzen muss ja nicht sein. Pilze, weiß nicht. Die Motte war schon sehr geil. Irrlichtstrahl ist schon cool. Den Schlag, weiß ich nicht, was von halten soll. Schildkröten nicht. Aber vielleicht diese Blase, diese Blubberblase. Springen und hüpf oder überroll Gegner. Okay. Gegner werden weggeschubst. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, wir behalten noch die 7 Punkte. Theoretisch könnten wir auch noch einen Widerstand reinschmeißen. Mehr in Kälte. Aber das ist jetzt auch egal. Gut. Dann gehen wir in der Todeszone weiter rum. Aber ich frage mich immer noch, warum kann ich nicht meine Roboter herbeirufen. Das irritiert mich. Ja, 30 plus bin ich. Oh. Da ist was. 14. Jetzt die Frage, schaffen wir die? Schieß alles in Stücke. Also wenn es nur einer ist, ist ja alles safe. Die sind auch beschäftigt mit dem Mini-Boss. Dann machen wir erstmal die da oben. Dann kümmern wir uns dann später um den Mini-Boss. Ha! Einer weniger. Komm ran. So was steckt man nur schwer weg. Quatsch, alle safe. Ich kann auch noch das da machen. Nuklearisiert. Jetzt die Frage, wenn sie nuklear verseucht sind, sind die auch weniger leben? Nee. Und dort ist es jedenfalls nicht. So, hier sind die noch beschäftigt mit den ganzen Viechern, dann mache ich den da oben. Noch eine Kaufaria. Von diesen Orten konnten sie damals nicht genug haben. Klick ist kein gutes Zeichen. Was für ein Treffer. Der Mini-Boss, der, was soll man sagen, ne? Der geht nicht down. Bin gespannt, wie wir den schaffen sollen. Au. Okay, der ist weg. Nice, nice, nice. Waren hier, meine ich, mehr? Das sieht interessant aus. Macht ihn fertig!
Okay, ich mach mal mit, dann geht's schneller. Da hinten ist er. Das ist denn schlecht. Ich dachte, wäre jetzt hier allein mit dem Boss. Das da. Auf zum Atom! Level 14, kein Problem. Wenn man es kiten kann, kann man es töten. Ein Volltreffer. Volltreffer. Komm. Da juckt der Finger. So, Feierabend. Easy. Und wir haben Essen gekriegt, okay. So, da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Aber erst sollten wir mal hier reingehen. Du hast eine Chance, die Zukunft zu ändern. Zum Guten oder zum Bösen. Ein Stecker. Das ist toll. Und Medic? Nee, ein Stock. Im Arsch. Okay. Und... Magazin haben wir eigentlich gefunden. Nice. Wo noch mal Zeit? Dann können wir eigentlich die Pistole machen, aber dafür jetzt extra das Legendary machen? Ich weiß nicht. Boah, riechst du das? In der Nähe ist Biogefahr. Selten. Und eine Samurai. Tamurio Weste. So. Okay, alles weggelootet. Alles safe. Dann können wir ja den hier wegmachen. Wenn der schon mal hier ist. Hi. Er sagt, geh weg. Ist meins. Ja, okay. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding. Boah, wir müssen mal gucken, woran es jetzt liegt, dass wir das Vieh immer noch nicht holen können. Kann hier nicht herbeigeschworen werden. Okay, wir müssen, glaube ich, wieder zurück in die Dingszone und versuchen, hier hoch zu klettern oder so. Wir machen da sowas von keinen Schaden. Im Nahkampf. Nee, sowas von gar nicht. Ah, gut, dass die Nahkämpfer jetzt auch mit Stein schmeißen, wenn die irgendwo oben sind oder verbuggt sind. Und weg ist er.
So, was hat denn hier beschützt? Nur das da. Hier ist ja gar nichts. Doch da. Wo bleibt nur die Dämmerung? Ding. Ein Rohrschärfer. Und ein Tampon. Okay. Na, immerhin. Boah, ich hoffe, dass wir unseren Mech nicht verbuggt haben oder so. Dass wir den eigentlich sogar hierher dingsen können. Außenseiter. Ein gewöhnliches Item. Wäre das nächste Ding. Gucken wir mal, wo sind wir hier? Da wäre das nächste Teil. Hier wäre noch ein Außenposten von irgendwas. Hier können wir Schnellreise machen. Okay, so viele Schnellreise gibt es hier in der Nähe. Gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Ja, oder kann man keine Wegpunkte so setzen? Nein? Dann müssen wir nach Norden. Norden. Da lang. Okay, alles safe. Mal hier noch ein bisschen rum. Vielleicht finden wir ja was. Da hinten ist doch was. Gehen wir erstmal da hinten hingucken. So, was bist du? Du bist nur ein Busch. Nutze den kommenden Tag. Allzu viele hat die Welt nicht mehr. Okay. Ich dachte, wäre was anderes. Sah halt komisch aus. Da hinten sah aber was, oder? Irgendwas Blaues. Ja, tatsächlich, da ist eine Ratte. Sind ein paar Ratten, okay. Da kommt. Und runter mit ihr. Gegen die mache ich wenigstens Schaden im Nahkampf. Und weg mit dir. Das war's mit den Ratten. Oder was es auch immer ist. Überhaupt. Da hinten, okay. Vielleicht gibt es hier irgendwas hier Verstecktes. Von dieser Stadtschaft sind nur noch Ruinen übrig. Au. Welches Level seid ihr? Kann ich euch töten? Level 14. Ja, kriegen wir trotzdem hin. Wenn wir treffen würden. Ich will jetzt nicht die Aufmerksamkeit von irgendwelchen anderen Viecher auf mich. Hey, 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 hey. Mitten zwischen die Augen. Erstmal nach und nach, Stück für Stück, die Viecher wegmachen.
So, der ist weg. Hat er Loot? Nee. So, die nächsten. Okay, einer ist schon tot. Die werden gerade selbst weggemacht von den Ratten. Hallo Ratte. Wie geht's? Level up, Level 11. Das war's mit dem. Lass nicht locker. Schade, dass wir jetzt die XP von den anderen nicht bekommen haben. Aber hey, wenigstens haben die nervigen Fliegeviecher weggemacht. Na komm, greif mich an. Kaboom! Na komm. Und hoch mit dir. Und weg mit dir. Niemand greift sich hier ein Fuchs. So, was haben die hier beschützt? Das haben die beschützt. Medikit. Noch irgendwas? Hier haben die was beschützt. Ja, oder was? Eingetütet. Eicheln. Pat, 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 pat. Ja gut, was soll ich sagen? Wenn wir jetzt den Roboter hier hätten, könnten wir, glaube ich, das Öl hier wegsaugen. Legendär. Nice. Benötigt Level 30. Ja, genau. Ist klar. Ach du Scheiße. Zieht sich sowas freiwillig an. Eine Schrotflinte. Nein, das ist eine Schrotflinte. Keiner mag Schrotflinten. Das ist doch kacke. Wieso kann ich denn hier meinen Mech nicht rufen? Nochmal probieren. Mech? Kann ich ihn nicht herbeirufen? Ja, Moment. Dann gehen wir nochmal zurück, wo wir ihn abgestellt haben. Vielleicht können wir ihn doch irgendwie rufen. Wir haben ihn ja, wenn ich bloß wüsste, wo. Ich glaube, wir haben ihn, bin mir aber nicht so sicher, hier haben wir ihn abgeladen. Machen wir mal eine Schnellreise. Die erste Schnellreise, die wir je im ganzen Spiel gemacht haben. Dieser Tag entringt einem beinahe ein Lächeln. Auf einen Schluck Wasser. Und Baby. Baby Blue. Mir war so, dass er hier war. Können nicht herbeirufen. Why? Cool, wir gehen mal kurz hier wieder zurück. Gehen ganz nach unten. Und sagen. Ach! Jetzt geht's oder wie? Aber wir kommen hier nicht hin. Okay, wie kommen wir sonst da oben hin? Das weiß keiner.
Was bist du? Irgendwas. Oh, ein Muffler. Was? Ein Muffler. Was? Mufflamok. Okay. Okay, er ist tot. Okay, hast du Loot dabei? Natürlich nicht, weil es nur ein stinkendes Viech ist. Pass auf. Geblieben. Eicheln und ein Tüten. Warum ich 30 plus sage? Weil ich 30 plus bin, also über 30. Das genaue Alter weiß ich nicht, da müsste ich nachdenken. Klingt zwar jetzt komisch, aber ist so. Ich habe irgendwann aufgehört, mein genaues Alter. Wie kann ich da nichts looten jetzt? Klingt zwar jetzt komisch, aber ja. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall über 30 bin. Genau nachzählen müsste ich denken, wie alt ich ganz genau bin. Ich glaube, dieses Gerät kann man wirklich nur hier in diesem Gebiet benutzen. Und die Chance, dass ich da rüberkomme, lebendig. Müsste ich mal gucken. Okay. Aha, das war kurz. Also sowas habe ich. Nee, okay, ja, das heißt, wir können wirklich nur in diesem Gebiet hier uns dingsen. Oh Gott. Da kannst Schade. Du auch gleich in einen See springen. Ja gut, dann wissen wir Bescheid. Unser Mech können wir wirklich nur in diesen Hypoxin in der Todeszone benutzen. Also nur wirklich da. Denn gehen wir hier lang? Oder komplett außen rum? Eigentlich wollten wir noch in die andere Stadt rein. Vielleicht gibt es hier eine Abkürzung. Die Festung der Ankati. Atme so langsam, wie du kannst. Habe ich doch gesagt, mein Alter. Also, keine Ahnung, ob ich jetzt 34 bin oder 35 oder 32, das weiß ich jetzt nicht. Deswegen sage ich am besten immer über 30. Sagt, müsste, oh Gott, müsste ich halt nachrechnen. Dafür bin ich gerade zu faul. Theoretisch könnten wir hier jetzt lang. Dann gehen wir zur Kauferia und gehen hier nochmal durch, den normalen Weg. Vielleicht haben wir ja da was vergessen. Auf jeden Fall ab
glaube, als ich 20 war, war es mir völlig egal, wie alt ich danach werde, weil mit 20 konnte ich alles machen, halt. Sozusagen. Da war ich 18, da konnte ich Alkohol kaufen und so weiter und so fort. Von daher dachte ich mir ab 20, ja gut. Auch mir keine Gedanken machen, wie alt ich mehr bin. Weil da macht es keinen Unterschied, ob er jetzt nun 25 ist oder 26 oder 21, weil man hat ja das gewisse Alter erreicht. Bei mir zumindest. Ab einem Punkt, an dem man alles machen durfte, habe ich überschritten. Passt. Ja gut. Hier gab es also nichts. Im Dunkeln schade. Vermisst man das Licht. Quatsch. Im Dunkeln lässt sich gut munkeln, haha, und andere Sachen treiben. Wer hier schon? Mir bekannt vor. Nee, irgendwie nicht. Bin noch richtig? Ja, da oben ist die Stadt. Da irgendwo. Das da ist die Stadt. Erstmal hinschiffen. Mal sehen. Wieso bist du verwirrt? Ich bin eigentlich der immer verwirrt ist. Der Wingo-Außenposten. Ein legendärer Ort des Ankati-Stamms. Ein legendärer Ort, hi. Warnt dich, von deinem Bündnis mit einem anderen Stamm zu wissen. Mein Uf reibt mir vor aus. Kaufen und verkaufen. Sagt, dass es normalerweise eine Warteschlange gibt, heute aber dein Glückstag ist. Dieses eine Mal lässt er dich durch. Dieses eine Mal, hat der andere auch gesagt, und dann waren wir das zweite Mal drin. So, dann können wir hier schon mal wieder das da machen. Und gucken. Wir wollten eine neue Waffe bauen. Denn wir haben einen Blub gekriegt. Was uns gefehlt hatte. Aha. Eine neue herstellen. Und zwar möchte ich gerne. Neue Waffe herstellen. So. Typen. Was bist du denn? Vollautomatisches Gewehr. Warte mal, wenn ich hier. Schusswaffe. Gewehr. Rotflinte. Automatikgewehr. Scheiße, machen wir jetzt ein Automatikgewehr? Können wir mit zwei Automatikgewehren überhaupt schießen? Sieht interessant aus. Nee, denk komm. Denk nur an all die Dinge, die du bauen kannst. Ah, ja. Ich denke. Wir könnten einen verbesserten Klick-Klick machen. Machen wir. Weil wir haben jetzt ein Magazin gefunden. Aber das ist ein gutes Magazin. Nein, machen wir nicht. Wir machen das Magazin rein. Zu gut. Wir machen da eine Mündung hin. Mal gucken, was haben wir da. Wir könnten einfach das Ding machen.
Seltenheit 0. Anormal. Komm, pack mir das da dran. Den habe ich sogar zweimal. Ja, das gut. Wie wär's damit? Wenn nicht das Beste vom Besten sein, was wir da. Das sieht schon komisch aus. Bemerkenswert. Wir nehmen mal das Billigste vom Billigen und gucken mal, was passiert. Dynamo! Für alle 4 Meter, die das Geschoss zurücklegt, erhöht sich der Schaden. Okay. Ich liebe es, wenn alles zusammenkommt. Jetzt haben wir den da. So, jetzt gucken wir mal. Haupthand. Wie das Ding besser ist als das, was wir gefunden haben. Wirklich? Dann machen wir das in die Haupthand. Aber es hat weniger Muni. Okay. Du kommst in die Haupthand. Den sogar nur noch modifizieren. Oh Scheiße, ich total... Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir es noch modifizieren können. Warum hat mir niemand das gesagt? Lol. Können wir ja doch die besten Sachen machen, die es gibt. Lol. Okay. Später. Da machen wir den denn als Nebenwaffe. Geht das so? Da hat's kurz geklingelt. Ein Moment. Bin gleich da, wieder da. Ja. Da sind wir auch wieder. Nachteil, wenn man unten wohnt, die Postboten klingeln immer bei einem und wollen ein Paket abgeben. Für diverse Leute. Jetzt habe ich schon 2 Pakete für meine Nachbarin. Was interessant ist, das eine Paket ist irgendwie schon 3 Tage alt. Hat sie bis heute noch nicht abgeholt. Und jetzt hat sie nochmal ein dickes Paket gekriegt. Frag mich, wann die mal bei mir vorbeischaut und das nenne ich meine Zniege. Auf jeden Fall, ja. Jetzt habe ich schon 2 Pakete für sie. Möchte wissen, ob du eines Tages an der Seite der Myriad hell strahlen willst. Aha.
Alter, guck mal unser langes Ding an. Das schleift ja schon am Boden. Schön. Geil. Aber ich merke, da fehlt die zweite Waffe in der Hand. Wir haben schon wieder ein Level-Up. Gehen wir in Glück. Das nenne ich eine Verbesserung. Das nenne ich eine Verbesserung. Ausrüstung. Nebenhand. So. Jetzt haben wir beide, oder? Ja. Alter, was wir nachladen müssen. Mein Teil ist ja größer als er selbst. Guckt's euch an. So gut, die Waffe. Ja, dass er die überhaupt so halten kann. Die muss ja übelst schwer sein. Also wenn ihr schon mal mit einer Waffe geschossen habt, die wiegen mega viel. Versucht die mal gerade zu halten in einer Hand und dann zu zielen. Das Gewicht drückt übelst nach unten nach paar Sekunden. Da muss man übelst Kraft haben im ja, Handgelenk-Ding. Also hier im Arm, im Unterarm muss man übelst gut Muskeln haben. Der Baum des Lebens siecht rasch dahin. Du musst tun, was du kannst, um ihn zu retten. Ein Freund versucht, das Muschelhorn zu reparieren. Schafft es aber nicht. Ein Muschelhorn. Würdest du vielleicht dabei helfen? Was ist überhaupt ein Muschelhorn? Sagt, es ist ein Horn aus einer Muschel. Ganz einfach. Sagt, es wäre super, wenn du das Muschelhorn hören könntest. Aber es ist kaputt. Mhm. Darin liegt die Wurzel des Problems. Finde den Freund, um das Problem zu lösen. Ansonsten wird das Horn nicht mehr ertönen. Das wäre schade. Schätzt, das werdet ihr nur herausfinden, wenn es wieder intakt ist. Mhm, okay. Jetzt müssen wir sogar noch ein Muschelhorn finden. Und ja, wir haben noch 3 Punkte. Ich weiß auch nicht, wo ich die reinsetzen soll. Wenn man so guckt. In Talente. Stimmt, wir könnten vielleicht in Talente gucken. Und zwar. Da brauchen wir Level 5. Was ist das da? Perfektes Nachladen. Nachladen ist schneller, okay. Angriffsgeschwindigkeit für Fernkampf. Nachladezeit. Die Waffen deines Roboters fügen mehr Schaden zu. Ich glaube, wir nehmen das da. Unbewaffnete macht mehr Schaden. Gute Idee. Ha! Danke für den Tipp mit den 3 Verbesserungen. Weil mit 2 Verbesserungen konnten wir noch nicht so viel machen. Aber mit 3, okay. Mit 2 hätten wir auch was machen können, aber ich spare gerne. Weil gute Sachen kosten halt eine Menge. Das ist nur mit Dingskraft. Haben wir noch irgendwie hier? Wir haben noch Doppelschusswaffen. Alt, rechts, links. Alter, wie kommt. Alt, rechts, links. Deswegen mache ich solche Kampfspiele nicht, wo man gefühlt 20 Kombinationen machen muss für einen Mega-Angriff. Aber das ist ja noch human.
Alt, rechts, links, muss ich mal halt merken. Okay, nehmen wir mal und testen es mal aus. Bleibt einfach kein Ding. Yep. Sehr nice. Ja, manchmal ist so, man ist im Spiel, man hat Fokus drauf und dann vergisst man so einfache Sachen. Da ist gut, wenn man noch zwei, drei extra Augen hat. Drei? Also. Die Stämme brauchen ja jemanden, der sie eint. Moment. Können wir hier Sachen verkaufen? Digga, Dreggy. Sagt, der Laden bietet. Ja, bieten. Mal schauen. Können wir hier was verkaufen? Planhose würde so viel geben. Und die sieht nicht besonders gut aus. Komm, wir verkaufen die einfach. Sehr gut. Jetzt hast du, was du wolltest. So. Was bist du denn? Meins. Was auch immer du warst. Jetzt bist du meins. Ah, so gut. Ah, hier können wir nochmal gegenschiffen. Ah, schön. Mal sehen. Lol, da und das hat sich ja voll gelohnt. Und jetzt können wir da rüber. Okay, und da unten müssten wir mit unseren Roboter lang. Mal. Achso, was war das? Alt, links, rechts. Okay. Müssen wir mal im Testen. Also im Spiel testen. Alt, links, rechts. Okay. Du hast das Dorf Hubeldun ausfindig gemacht. Hubeldun? Es gibt einen Peng-Peng-Händler. Eine Waffen. Was? Ein Waffenverbesserungs... Oder marschierst du weiter? Und noch was anderes. Oh, shit. Hier gibt's Quests. Fragt sich, ob jemand weiter so lange Musik machen wird, bis der Baum des Lebens umkippt. Nicht allzu weit liegt ein Plingplong herum. Er gehörte einst Punkifunk. Okay. Mit einem ordentlichen Plingplong kann man jede Menge Spaß haben. Mit einem Plingplong kann man jede Menge Spaß haben. Okay. Faye Yubu sagt, das ist ein Musikmacher mit 6 Stahlseiten. Gayuye Lunuya meint, der Plingplong kann nicht weit entfernt sein. Du musst ihn bloß finden. Eine Ukulele? Geh behutsam mit dem Plingplong um, wenn du ihn findest. Ein guter ist ein wahrer Schatz. Dann kannst du ein Melodiefest veranstalten. Glaubt, für einen heilen Plingplong findet sich immer ein Käufer. Oh ja, Geld machen. Du bist ein Händler? Möchte unbedingt, dass du einen Blick auf die Waren wirfst. Hügelhändler? Nee, den wollte ich eigentlich nicht. Diese Tür steht potenziellen Kunden. Ah, gibt's da was Tolles? Nee, das sind ja Nahkampfsachen. Wollen wir nicht. Die Tür steht immer offen, sagst du? Hast aber kein Loot hier drin. Uninteressant. Mit der Dämmerung erwacht die Welt. Das sieht sehr aztekisch aus hier, Maya-mäßig.
Und ich meine nicht die Biene. Vielleicht der Händler? Da, Peng Peng Händler. Hi. Behauptet, dass du nirgendwo bessere Waren finden wirst. Sagt, hier gibt es nur die höchste Qualität. Das weiß jeder. Are you sure? Ist auf jeden Fall eine seltene Qualität. Ich kenne gute Qualität. Stimmt nicht. Der Lum ist nicht gut. Aber der ist wiederum gut. Passt. Oh, interessant. So, jetzt fehlt nur noch eine Waffen... Was? Verbesserungswerkbank, okay. Waffenverbesserungswerkbank. Kann ja eigentlich nur bei Ihnen sein, oder? Hab doch was gehört. Nee, da will ich jetzt nicht rauf. Wer weiß, wo ich denn hinkomme. Wo ist denn hier eine Waffenverbesserungswerkbank? Müssen wir hier doch irgendwo noch finden. Ah, bleib stehen. Nabeltier. Sagt, es ist anstrengend, sich die ganze Zeit zu sorgen, dass Lupa Lupin die Welt verschlingen wird. Vielleicht würde ein Klingling für ein wenig Entspannung sorgen. Leider kannst aber nur du es besorgen. Würdest du das tun? Das sollte gar nicht. Sagt, es klingelt Ling. Wie der Name schon sagt. Oh nein. Hat das Klingling vor einer Weile noch gehört? Es kann nicht allzu weit entfernt sein. Du solltest es dir schnappen, bevor es dir jemand wegkrallt. Dann kannst du schließlich jeden anklingeln, oder? Sagt, du solltest es an jemand Vertrauenswürdigen verkaufen. Natürlich. Gib Geld. Wo ist denn jetzt das scheiß Teil? Es kann ja so schwer sein, hier sowas zu finden. Waffenverbesserungswerkbank. Ja, toll. Das Dunkel zieht sich fürs Erste zurück. Etwa das da oben? Nee, oder? Als ob die das in einen Heißluftballon reingeblubbt haben. Was? Hier kannst du deine Ausrüstung und Waffen verbessern. Ach, wirklich? Wir können anhand des Ballons leicht entdeckt werden. Ach, ich dachte, das wäre irgendwie so ein noch schneller Transport, so eine Art Schnellreise. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Luftballon gleich Verbesserungswerkstatt. Ist klar. Hello? It's me, the Fox, you know. Okay, will wohl nicht. Was haben wir jetzt hier verbessern können? Modifizieren. Gegenstände verbessern. Hä? Konnten wir doch auch davor. Heblich aufwerten, verbessern. Ach, das können wir machen. Da, das ist... Gut. Okay. Das ist geil.
Das ist wirklich geil. Das ist Hammer. Eigentlich so. Ich kann ihn nicht modifizieren. Und eine neue Nahkampfwaffe kann ich nicht machen. Also eine Kung Fu. Hier wird schon noch was Gutes einfallen. Ich brauche unbedingt ein... Erzählt es doch dazu? Das ist zweihändig. Wenn ich jetzt eine neue mache. Einhändig Hieb. Zweihändig. Aber ich brauche Unarmed. Ansonsten kann ich meinen Teil nicht benutzen, oder? Wir testen mal. Wir können schlecht das da nehmen, weil das sieht echt aus wie... gucken wir mal. Wir machen einfach das da. Machen da irgendwas Billiges dran. Wir können es ja mal noch Dinge wie so das da. Warum nicht? Und ein Heft. Wir haben zwei Metallrohre. Das würde so... Banane, die berühmte. Rotzange. Weiß nicht. Bock. Einhändig Hieb. Ah, das ist auf jeden Fall nicht unarmt. Nee, das klappt nicht. Wir müssen echt bessere Handschuhe finden. Wie gesagt, ich möchte bei meinem Kampfstil immer noch bei Unarmed bleiben. Guck hier, Einhandhieb. Abarbeiten. Aber ich möchte hier gerne drin bleiben wegen dieser Attacke hier. Ich finde die mega nice. Irgendwelche anderen Sachen, die wir lernen können. Wenn wir schon mal hier sind, Fernkampf, Schusswaffen. Gar nicht. Also es ist nur bei einer Schusswaffe. Wir haben ja zwei Schusswaffen. Eigentlich müssen wir unter Doppelschusswaffen gucken. Und da haben wir ja schon was. Okay. Passt. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Luftballon gleich Sachen verbessern. Und wir haben vergessen, dagegen zu pinkeln. Mal sehen. Wird sogar angezeigt, dass man hier Sachen verbessern kann. Oh oh. So, beenden wir auch die Folge für YouTube.